Hallo, meine Freunde. Und willkommen zurück. Ich bin Erwin Müller. Ich bin Finanzexperte und starte hier mein Business. So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Trader Life Simulator 2. Wir machen uns auf den Weg zu unserer Arbeit. Wir müssen die Tür öffnen, denn unser Laden hat gleich geöffnet. Dass das unser Mitarbeiter nicht macht, ist irgendwie komisch. So, wir brauchen nämlich jetzt Money. Wir haben minus 173, aber das, wir gehen jetzt erstmal ins Minus, ist nicht schlimm. So, ich parke mal hier freundlich. Und, okay. Und würde sagen, Ding Dong! Der Laden hat geöffnet. Wir haben beim letzten Mal ein bisschen eingekauft. Ne, ein paar Sachen hier hingestellt und so, was sie verlangt haben, gefordert haben. Ja, 7 Uhr, Ladenöffnung. Ich bin gespannt. Ich hoffe... Oh, wir haben 2%. Hui! Was passiert denn hier bei... 30% Operating? Okay, able by Houseware. Okay. Ich bin mal sehr gespannt, was da... Was wir da... Was da noch so passiert. Wir schauen jetzt erstmal Player-Status. Oh, essen und trinken müssen wir, ne? Hui! Duschen und Blase ist, ist gut. Was haben wir hier? Note Apps. Use Notes to write what products are missing for your shop. Oh, das ist geil. Das ist natürlich für später ganz geil. Shop Manager App makes you able to manage your shop auto opening. Ja, das ist geil. Das ist auch cool. Kostet 250. Da müssen wir ein bisschen drauf hinsparen. Okay, auto opening. Das ist natürlich super. Shop Sign App. Make you able to customize your shop sign. Na gut, das ist eher kosmetisch. Delivery Map. Makes you able to get... Oh, gut. Bei Delivery... Oh, das ist natürlich auch sehr geil. Okay, Flashlight. Ja, gut. Stuff. Ja, was für Worker Training. Okay, Speed Daily Sale. Customer Walk... Walking Speed. Ach, für Customer Walking Speed auch. Ach, krass. Ja, Rechnung haben wir keine, aber wir haben Minus. So, ich hoffe, die Leute kommen. Hunger und Durst haben wir auch. Ich würde jetzt tatsächlich hier mal so ein Wasser trinken. 2 Stück. Und ich würde... Was esse ich denn? Cheese? Toll. Der hat nichts gekauft. Ernsthaft? Bleach. Bleiche. Super. Großartig. So, es dürfte reichen, ne? Ne, warte mal. Player-Status, da waren wir. Ja, genau. Alles klar. Ja. So. Guten Tag. Ich hoffe, bei Ihnen ist alles... Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, was er gekauft hat. Auf jeden Fall irgendwas hat er gekauft. So. Mal überlegen, ob wir irgendwann hier... Ob wir das hier dann als Lager nutzen oder eher als Büro. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Weil ich glaube eher als Lager, weil dann kann man nämlich hier die Waren... Hier werden bestimmt die Waren angeliefert. Würde ich verwetten. Und dann kann man hier dann... Schön dann hier die Waren rausholen. Oh, der Scheich kommt. Oh. Guten Morgen, Herr Scheich. Ich grüße Sie. Wie geht's denn so? Alles gut bei Ihnen? Da weht doch das Dingen. Toll. Was steht da auf dem Display? Pole Display. UFD 220. Aha. Was steht da? Kann ich nicht lesen. Ja, wir können jetzt eigentlich nur warten darauf, dass es gekauft wird, die Sachen. Na. Oh, Zahnpasta wurde gekauft. Hat man gerade gesehen. Ist gerade weggegangen hier eine. Hui. 143. Das Problem ist, wir müssen ihn immer bezahlen, ne? Am nächsten Tag. Das heißt, wir müssen echt zusehen, dass wir jetzt Sachen verkauft kriegen. Sonst, ja. Sonst wird das nichts. Cola ist da, Limo ist da, große Cola, mittlere Cola. Ja, was wollt ihr haben? Bananencerealien. Komm, hau ab, Mann. Verzieh dich. So, ich weiß noch nicht genau, was wir jetzt machen sollten. Sollen wir uns mal umgucken? Ich würde gerne nochmal wissen, ob wir irgendwie zu der Dings kommen. Lass mal so lange rumfahren, das läuft ja jetzt automatisch erstmal. Ich guck mal eben auf die Mappe.
So, wir sind jetzt gerade hier in unserem Shop. Kommen wir von hier aus zum Meetingens? Also zur Farm kommen wir ja, glaube ich, nicht an uns, oder? Oder ist das hinter unserem Haus irgendwo? Ich würde erstmal zum Miet fahren, um uns da mal anzugucken, wie das da aussieht. Das müsste ja eigentlich hier lang sein, ne? Huch, wo kommt der denn her? Ist das hier lang? Guck mal eben. Hinter dem Bäcker. Ja, das könnte sein. Das könnte hier die Straße sein. Oh, die sind so versteckt. Ja, meine Freunde. Ich fahre mal eben zum Bauernhof. Oder beziehungsweise nicht zum Uhr. Was ist das für eine Straße? Oh mein Gott. Es wird Zeit, dass ich bald ein neues Auto habe. So, hier ist die Fleischerei. Hui. Hui. Was? Jo. So, mein Name ist Erwin Müller. Guten Morgen. Hallo, hallo, hallo. So, was können wir denn hier kaufen? Oh, hier kann man sogar Fisch kaufen, oder? Ist das Fisch? Nee, Chicken Legs. Chicken. Ground Meat, Meat Steak, hui. Alter. Oh Gott. Oh Gott, wie der guckt. Warte mal. Ich häng fest. Kann ich hier drauf? Huah! Warte. Oh Gott, wie der guckt. Du willst Fleisch kaufen? Alter, wie der guckt. Oh Gott, wie der guckt. Oh mein Gott, wie der guckt. Alter, als ob der einen gleich umlegen will. Oh Gott. Hä, warum wehen die denn so? Sag mal. Was ist denn hier los? Synchronschaukeln nennt man das. Juhu! Synchronabschaukeln. Hui! Okay. Das, ja. Synchron Wettschaukeln. Heidepark Soltau. So, tschüss, Gerd. Erwin, geht mal zu den Lebenden. So, das sind also seine LKWs hier, ja? Okay. Ja. Moin, Jungs, ich komm mal. Hallo. Na, wie ist die Lage? Oh, da am Schlafen. Ah, oh, ihr werdet alle schöne Schnitzel und so. Lecker. Okay. Das ist aber eine sehr artgerechte Tierhaltung, wenn ich das mal sagen darf. Das geht. Bis auf die da hinten. Ich weiß nicht, wie die da rauskommen. Gibt es da irgendwie einen Ausgang für die? Hui. Doch, okay, die kommen da hinten raus und dann hier lang. Alles klar. Ja, das geht. Wo geht's denn hier lang? Sag mal. Wieso stehen hier zwei Gasflaschen? Butangas. Okay, wo geht's denn da lang? Warte mal. Ach, da kommt's dann hier wieder auf die Straße drauf. Okay, alles klar. Gut. Haben wir das auch gesehen? Dann wissen wir also auf jeden Fall, wo wir Frischfleisch kaufen können. Minus 53 haben wir nur noch. Was sagt die Uhr? 11 Uhr. Ja, das wird ein knappes Ding. Ich hoffe, wir kommen noch ins Plus. Wenn nicht, müssen wir notgedrungen zweimal. Ansonsten, das wird sonst echt scheiße, wenn wir nur im Minus bleiben, weil jeden Tag wir 100 da verbrauchen, wegen unserem Mitarbeiter. Aber ich bin Erwin. Ich krieg das schon hin. Was ist das für eine Straße? Wow. Was ist das denn hier? Die Krampen sind aus wie bei Tarkov auf Shoreline. So, guten Tag. Aber nach rein? Oh, das Haus will ich haben. Das ist ja voll schön. Wieso kann ich nicht das Haus haben? Mann, da fehlen noch Wände. Ich will lieber so ein gammeliges Haus. So. Okay, ja, dann fahren wir mal in die andere Richtung. Ich will mal gucken, ob wir zur Farm kommen. Fahren wir erstmal nach Hause. So, oh Gott. Uah. Uah. So. Warte, 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 warte.
Das muss ja hier sein, ne? Ah ja, hier ist die Straße zur Farm. Da ist Ende, okay. So, dann fahren wir mal zur Farm. So, minus 21. Juhu, entläuft. Einigermaßen. Hier wuchert schon die Wiese über der Straße. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, was ist das für ein... Oh Gott, was denn hier? Stein auf der Straße. Guten Tag. Ich find's gut, dass sogar an der Farm sogar ein Geldautomat ist. Voll gut. Ja, ja. Hier ist aber nix. Junger Mann, hier ist nix. Was ist denn das hier für eine Farm? Hier liegen Paletten rum. Hier ist ein Survival. Ein Baumstamm, der einfach in der Luft... ein Baumstamm, der in der Luft schwebt. Mhm. Eine leere Scheune, die sehr gruselig ist, wahrscheinlich nachts. Hua. So, was ist mit dem jungen Mann hier? Hallo, Günther. Oh Gott, schielt der? Oh Gott. Günther, der Farmer. Günni, der Farmer. Ich grüße dich, Günni. Na, wie ist die Lage? Hä? Alter, der strahlt voll. Okay, hier kriegen wir Zwiebeln. Wir kriegen Tomatoes. Wir kriegen Kohl. Kartoffeln. Wir kriegen Paprika. Wir kriegen Karotten? Ah ja, blaue Karotten gibt's ja. Dann hier Blumenkohl. Cauliflower. Okay, heißt das. Dann Peperoni oder Chili. Dann kriegen wir hier Lauch. Sind das Gurken? Ich weiß nicht. Sind das Gurken? Kurkummer? Was haben wir denn hier noch? Letouche? Keine Ahnung. Das ist Wassermelone. Orange, Apfel, Apple, Melon, Tropical Melon, Tropical Melon? Was denn bitte Tropical Melon? Da hinten ist Wassermelone, das ist natürlich wahrscheinlich Honigmelone und das ist Tropical Melon, okay. Apfel, Birne und Bananas. Okay, hier kriegen wir also, hier kriegen wir also Obst. Und wie leer die Karte noch ist. Okay. Wir müssen auch irgendwann mal zum Autohändler, ne? Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwann mal ein vernünftiges Auto kriegen. So, 23 Dollar haben wir. Was wollen die Kunden eigentlich? Ich guck nochmal eben gerade. Oh Gott, was die alles haben wollen. Oh, um Gottes Willen. Uah. Ich hoffe, wir kommen genug ins Plus, dass wir auch vernünftig bezahlen können. Den Mitarbeiter. Wow, 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 wow. Unfall. Auto machen so, Unfall. So. Dann schauen wir mal. Ja, der nächste Consumer kommt bei uns rein. Customer. Ja, ich will unseren Namen auf jeden Fall umbenennen. So, warte. Bleibst du stehen? So. Okay, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir mehr Customer kriegen. Definitiv. So, was wurde denn hier fleißig gekauft? Ich habe auch keinen Überblick, was fleißig gekauft wurde. Wasser ist ein bisschen weggegangen. Ich glaube, Cola. Mina Cola und Zulu Fizz. Ah, hier oben, die Dinge sind weggegangen. Bitte. Toll. 36 Dollar. Und wir haben 14 Uhr. Oh Gott. 6 Stunden noch, bis der Laden schließt. Ich glaube, 21 Uhr war das. Ist das ein Notausgangsschild da hinten? Oder was ist das? Ach nee. Push open. 52, danke, beehren Sie uns bald wieder. Vielen Dank für den Einkauf. Tschüss. Muss ja freundlich sein, ne? Erwin. Erwin, was ist das? Was ist das denn, Erwin? Hast du Brüste? Sah gerade so aus. Erwin. Na, Erwin? Huch, Erwin hat gekauft. Tschüss, Erwin, mein Zwillingsbruder. Das war übrigens mein Zwillingsbruder, Mr. Terminator. Mr. Frankenstein. Das, ja. Oh Gott, die in seine Augen. Oh Gott.
Tschüss. Hauen Sie ab. Verziehen Sie sich. Gehen Sie weg. Kommen Sie nie wieder. So. In Scheiße. Erwin kommt schon wieder. Ah, hi. Moin, Zwillingsbruder. Na, wie ist die Lage? Okay. Ja, ich hätte gerne Zahnpasta. Dankeschön. Nee, er hat Cola gekauft, glaube ich. Oder? Ja, die große Cola hat er gekauft. Einen ist noch übrig. Okay, die große Cola läuft, glaube ich. Zumindest aktuell. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die... einen zittrigen Arm. Ich weiß nicht, ob die halt, wie gesagt, immer dasselbe kaufen. Das ist halt immer so die Frage. Was weggegangen? Okay. Wasser scheint auch irgendwie zu gehen, oder? Bin mir nicht sicher. Aber hier oben die Flakes sind auf jeden Fall weg. Na? Katsching, 90. Was sagt denn unser Rating? 3% schon. Hui. Wie spät haben wir? 15 Uhr, okay. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. Also jetzt erstmal gucken. Ja, zur Not muss ich nochmal gucken, ob ich nochmal das Regal verkaufe irgendwie. Vielleicht doch. Verkaufen plus 25%. 102, yeah, geil, wehren Sie uns bald wieder. Tschüss. Danke. Ja, wir müssen Geduld üben erstmal. Wir müssen Geduld üben. Die teuren Sachen, die können wir leider noch nicht einkaufen. Ich weiß halt noch nicht, wie das funktioniert. Ob wir wirklich die teuren Sachen kaufen müssen oder die billigen Sachen. Guck mal, Mac and Cheese ist gar nicht weggegangen. Läuft überhaupt nicht, Mac and Cheese aktuell. Obwohl sie es letztes Mal verlangt haben. Also es ist nicht gut, immer das zu kaufen, was die vorher haben wollten. Man muss, glaube ich, wirklich gucken, was vorher kommt. So, 15 Uhr noch. Also was? Milch, Flavor. Ja, weil jetzt wollen die zum Beispiel schon wieder ganz andere Sachen haben. Vielleicht ist es auch immer unterschiedlich. Einen Tag kaufen die mal das mehr. Einen anderen Tag kaufen die das, was wir haben, mehr. Ich glaube, das ist unterschiedlich. Spicy Fries, Paper Cups, Peach, Karottjuice, Tropical Melon. Ja, haben wir ja gesehen, ist ja beim Dings. Okay. Ich hoffe, es kommen mal mehr. Oh, ein Bauarbeiter. Guten Morgen. Ah, was wollen Sie denn haben? Bierchen haben wir nicht. Wehren Sie uns bald wieder. Weiß nicht, was er gekauft hat. Wahrscheinlich eine Cola oder so. Ja, auf jeden Fall müssen wir gucken, dass wir dann wieder vielleicht ein bisschen einkaufen oder wir sparen erstmal. Kommen hier eigentlich auch Frauen einkaufen? Oder sind das nur Männer? Ist das hier vielleicht eine schwulen Gegend? Ich bin mir nicht sicher. Hallo Freunde. Beehren Sie uns bald wieder. Was ist das denn? Der war ja noch nie hier. Tu mir nichts bitte. In deinen leeren Augen. Ja, geh bloß weg. Du hast wahrscheinlich eine Bar oder so. 109, damit können wir auf jeden Fall schon mal unseren Mitarbeiter bezahlen. Das ist schon mal sehr gut. Das bleiben wir nämlich schon mal im Plus. Ich möchte auf jeden Fall zusehen, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Geld ansparen. Wie gesagt, vielleicht verkaufe ich das Regal, weil das ja auch schon leer ist. Ich frage mich, was weggeht. Die Chips gehen einigermaßen. Das Sandcake geht gar nicht weg, so wie es aussieht. Okay, hier. Das war voll. Die Dosenfrüchte sind auf jeden Fall weggegangen. Die Eier sind geblieben und die Mac and Cheese aktuell, die gehen überhaupt nicht. Zahnpasta weiß ich gar nicht. War hier vorne voll? Klopapier geht auch nicht. Aktuell zumindest. Die scheißen gar nicht so viel. Der schon wieder. Mm. Oh ja. Yeah. Diese Musik, ne? Mm. Hallo. Darf ich Ihnen vorstellen? Unser neuestes Produkt. Mac and Cheese. Ja. Ganz neu. Ganz original. In der Verpackung. So wie Sie es gerne haben möchten. Ah, kaufen Sie jetzt Mac and Cheese. Und wenn Sie schon mal dabei sind, kaufen Sie auch unsere Pure Mayonnaise. Mm. Was ist das denn?
Outer Flakes, Original Instant Outer Meal. Ketchup, können wir uns die Dinger mal angucken. Ketchup, Sunny Lands. Wie cool das gemacht ist eigentlich auch, ne? So, hier das zum Beispiel, was sie vorhin oder wo die letzte Mal haben wollten sie auch nicht, ne? Auch nicht mehr. Es ist irgendwie so unterschiedlich. Man muss echt gucken, was man einkauft. 120 haben wir schon mal. Sehr gut. Okay. Jetzt kommen die irgendwie an mit Sachen, die wir gar nicht haben. Banani-Smoothie. Alter, Smoothie. Hau ab, Mann. Cerealien. Aber ist denn irgendwas mit Brot zum Beispiel, was sie haben wollten? Onion, Zwiebeln, Milk-Flavor, lala. Dressing. Brezel? Brezel könnte Bäcker sein. Könnte. Paper Cups. Airfreshener, okay. Strawberry, Banana. Ne, aber vom Bäcker anscheinend nichts. Gut, wenn wir Dings hätten, 17 Uhr haben wir. Okay. Wenn wir vielleicht so ein Backautomat hätten oder so, dann würden die vielleicht auch was kommen. Alter, hier kommen nur Männer drin, ne? Hier kommen nur Männer einkaufen. Frauen gibt's hier nicht. Das ist voll das Männerland. Ich will dich mit einer Frau kennenlernen. Tschüss. Das ist ein Zwillingsbruder von ihm, die einfach verschwinden. So. Ich weiß noch gar nicht, wie wir unseren Laden nennen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie wir unseren Laden nennen sollen. Bis dahin haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Könnt ihr ja mal reinschreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr da eine Idee habt zu oder so. Da wir ja... Oh, hallo Herr Bauarbeiter. Wie sieht aus mit uns zwei? Hm? Da ja hier keine Frauen gibt. Hm. So. Frankenstein und Bauarbeiter quatschen. Und es gibt... Ja, juhu! $12 auf Tash. Sehr geil.